Jo, Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Tears of the Kingdom. Okay. Wie sieht es eigentlich die Rüstung aus, technisch? So. Gehen wir mal kurz mal einfach da rein. Einfach in fremde Häuser reingehen. Geht in Ordnung und so. Das Hotel werde ich nie benutzen. Ich werde keine Echsen kochen, Leute. Vergiss das schon. Okay. Ich möchte doch irgendwann mal versuchen, ob ich meine Uni-Rüstung doch verbessern kann. Ach, guck mal, hier kann ich auch kochen. Auch sogar im Regen. Wieso kann ich das Teil immer einsammeln? Ah, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Wo ich das hier mal so sehe. Ich wollte noch vorne Robello hier noch ein paar Fotos kaufen. Weil ich komme eh nicht immer dazu, immer aufzunehmen. Also zu fotografieren, meine ich. Aufnehmen ist ja was anderes. Darum möchte ich schnell hier dann die immer mir dann kaufen, nach und nach. Okay, das war mein Smartphone. Eine Meldung bekommen. Das hier vorbei ist. Was dann? Kann ich hier Fotos kaufen von dir? Ja. Ja. Okay. Ach, Stahlpferde gelten als Tiere? Na, das. Du bist so weit gekommen, jetzt aufzuhören. Ich würde dir gerne dabei helfen, dein Handbuch zu verfolgen. Ja, okay, bla bla. Ja, schon, aber. Wieso gehe ich eigentlich raus? Ich könnte, hätte mich ja auch. Oh, hi. Ach ja, ich weiß ja. Ich wollte noch eine Mission erledigen. Ich will schon das mal machen. Und da möchte ich dann das mit den Unis im Angriff nehmen, aber davor wollte ich ja noch zu der großen Fee gehen. Um halt da meine Rüstung zu verbessern. Das ist immer ratsam. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich nicht mehr gekauft habe. Weil die große Fee will ja auch dafür Rubine tanzen sehen. Ja, diese kleine Rubine tanzen. Am besten in der Tasche. Ich bin ja total falsch. Ja. möchte der Freund eines Freundes von Rana erschrecklich gern Elfi, die ihn in Krimmer dann für Geschenk fängt. Okay. Hat die überhaupt da Zeit dafür? Vorher war das doch Primella gewesen. Das weiß ich noch wegen den Heuschrecken. Wir sollten für ihn Heuschrecken besorgen. Weil sie, ja. Wo ist die denn jetzt? Weil. Bist du das?
Nee. Weil Amansap wollte bei ihr Eindruck schenken, schinden und hat's beauftragt, dass wir herausfinden sollen, was Brimelda wollte. Und Brimelda fand das halt so komisch, dass da irgendwie so ein Fremder daherkommt und sie fragt, was sie gerne mag. Und hat gedacht, das wäre ein Scherz und hat dann gesagt, dass sie halt die Heuschrecken mag. Diese Ausdauerschrecken. Und das haben wir dann Mansa erzählt und Mansa, ja, da brauche ich 10 Heuschrecken und weil sie gesagt hat, ja, sie möchte gerne hunderte von denen umgeben sein und er meinte, oh ja, 10 reichen, den Rest fange ich jetzt und ich frage mich wirklich, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall nicht gut. Willkommen, Hatene. Bist du weit hergekommen? Ein Besuch in unserem Kümmermesser lohnt sich immer. Wenn du wegen dem berühmten frischen Wahl von Hatene gekommen bist, bist du hier genau richtig. Oder gefällt dir mein wahnsinnig süßer Hut? Der ist von Sagano. Nee, ich habe nicht so das Bedürfnis, mich als Pilz zu verkleiden. Und der Bonnet ist viel. Hier gegenüber kannst du Sagano's neue Hutkreation bewundern. Dank der Marke Sakono ist so dieses Dorf plötzlich angesagt wie noch nie. Mehr Touristen bedeuten mehr zahlende Kunden. Wir sind Sakono und wahrlich zu Dank verpflichtet. Aber wenn die alle nur wegen dem blöden Hut gekommen sind und nicht um hier einzukaufen, dann bringt das nicht. Okay. Hä? Ich weiß nicht. Die Frage kommt total unerwartet. Und er schaut mich die ganze Zeit an. Ich muss ja was sagen. Tja, vielleicht Kröten oder so? Kröten in Portemonnaie? Ja, wer mag die nicht? Hundespottkröten wären mir wahnsinnig gefallen. Mein Papa liebt sie. Mir ist auf der Stelle einfach nichts Besseres eingefallen. Okay. Mansa! Nee, das ist ein Ausdauer. Dude, du bist falsch. Im Rest auf so weit brauchte ich euch. Aber komm mal her. Ja, wo ist der Typ jetzt eigentlich? Du solltest Mansa versehen. Wieso hätte er am liebsten 100 Sput? Hab ich eigentlich Kröten? Ja. Das heißt also, da werde ich nur welche abgeben. Wo ist der Typ denn nur? Sonst lungert er auch hier immer rum. Wo ist der? Ah, ich glaube, der läuft rum. Verdammt, ich hab mich verschluckt. Kann man eigentlich an Speiche ertrinken? Ja, wahrscheinlich. Ach. Nicht unauf, nicht auffällig, Dude. Wieso hast du auch so einen blöden Pilzkopf drauf? Ich werde nicht unverschämt sein, aber. Was hattest du denn mit Fräulein Elfi von Krämerladen zu besprechen? Das, was du mich beauftragt hast, nämlich damit zu erfahren, was sie gerne hätte. Ich habe es mitbekommen, weil ich hier schließlich die ganze Zeit herumstehe und zu ihr. Stalker. Ich meine, der Freund eines Freundes hat mir erzählt, sie hat. Ich habe sie gefragt. Was? Du hast Elfi so gefragt, was ihr gefällt? Einfach so? Ja. Oh, ich muss mich sagen, er hat einfach gedacht, dass ich für diese Frau sterben würde. Dude, wir wissen, dass du der Freund des Freundes bist. Also gut, was gefällt denn Fräulein Effi jetzt? Ach, Effi heißt sie. Ich sagte immer Elfi. Ich hatte schließlich den Freund meines Freundes nicht hängen lassen. Sie will Schwutgründen und gleich 100 Stück davon? Ach ja, das seht ihr ähnlich. Fräulein Elfi hat ein Herz für Tiere. Ist eine ihrer liebenswerten Eigenschaften. Behauptet der Freund meines Freundes. Oh, das war knapp. Ich hätte mich fast verraten. Wenn du weißt, dass sie tierlieb ist, dann müsstest du eigentlich doch selbst auch wissen, was sie so mag, oder? 100 Sprutbrüten zusammen ist eine Monsterfangen, selbst wenn es für die Liebste ist. Es denn, ich hätte Hilfe. Reisende wie du klären doch ständig im Brunnen und Höhlen rum, oder nicht? Dude, gutes Stichwort. Im Brunnen habe ich da welche rumhüpfen sehen, also kannst du da reinklettern. Müsstest du eigentlich auch schaffen. Und genau da findet man jede Menge Kröten. Du musst nicht gleich weit gehen. Soll es nicht hier im Dorf einen Brunnen geben, in dem man vor lauter Kröten wimmelt? Da muss ich später vielleicht selbst überprüfen. Was? Ich hab nichts gesagt. Fürs Erste wär's schon mal, wenn du 10 solche Kröten findest.
Hey, mein Freund, kann es sein, dass ich da kleine Kröten quaken höre? Das ist meine Rubintasche, die quakt immer. Wer sogar aus deiner Tasche? Sag bloß, du hast 10 Schutten für dich, Mörder. Ja, hab ich. Hier. 1, 2, 3. Aha, 10 Kröten. Die bekomme ich dann, wenn ich bitten darf. Und wie versprochen, deine Belohnung. Oh, ganz gut. Klasse, dann werde ich jetzt wohl den Rest selbst finden müssen. Ich träume schon lange von einem Rendezvous mit meiner geliebten Fräulein Elfie. Und da werde ich Mahnsächlich jeden Brunnen genauso untersuchen, der nicht rechtzeitig fortläuft. Dude, Brunnen laufen nicht davon. Oh, ich meine, da warst du schon vor ein vorbei ein Ende. Dude, ich hab's doch gewusst, dass du auf sie fährst. Du sammelst Sprudel für mich, ich sammle auch noch welche und dann wird Elfie hin und weg sein. Das hat jedenfalls der Freund meines Freundes gesagt, glaube ich. Also ich bin, was hättest du gern? Ich bin hier, um von einem meinen, um einfach das Dorf zu beobachten. Ich habe hier keine Zeit dafür, mit einer daher des Dorfes, außerhalb des Dorfes gewesen. Außerhalb des Dorfes geht es drunter und drüber wegen des Katalysmus. Ich muss stark bleiben und Elfie beschützen. Beobachten? Dank der Marke Sagono gehen unsere verschärften Dörfchen immer mehr Leute ein und aus. Ich schaue mir die Schönheiten an. Ey, ich meine Touristen. Ey, ich meine Verdächtige. Ja, das mache ich. Dude, du bist so schlecht in Lügen. Also lass es lieber. Also, wenn wir schon über Schönheiten sprechen, dann kann doch niemand Fräulein Elfie das Wasser reichen, oder? Doch, Zelda. Obwohl, die Prinzessin von Schloss Hyrule, die im Haus im Süden des Dorfes gewohnt hat, war auch bildhübsch. Naja, Fräulein Elfie spielte aber noch eine ganz andere Liga. Finger weg von Zelda. Die hat genug zu tun, als mit irgendwie so einen Stalker abzugeben. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob da irgendwas mit den beiden was wird. Ich glaube aber irgendwie nicht so. Dafür ist der Typ ein bisschen. Naja, ich weiß nicht. Er kann vielleicht auch ein netter Kerl sein, nur habe ich besser nicht den Eindruck. Und irgendwie juckt das so an meinen Schulterblättern, ist das ätzend. Haare. Toll. Na, kein Wunder, meine Haare sind doch arschlank. Wirklich. Mal. Wir gehen erstmal zu der großen Fee hin, sehen da, ob wir unsere Rüstung da verbessern können. Dann schlafen wir. Und dann ab zu den Onis. So, hoffen wir, dass wir das verbessern können. Und nachher heißt es, ja, du hättest Schmutkröten haben müssen. Tja, Link, ich glaube, sie wird damit sagen, dass du stinkst. Ah, gut. Was brauche ich dafür? Och nö, ich muss eine Echse am Schwanz gehen. Jetzt überspringen wir, das kennen wir ja schon. Wie viele große Feen habe ich jetzt schon befreit? Glutlink. Ich kann es eigentlich ja so machen, dass ich da halt auch mal schnell Feuerexplosionen jage, weil ich weiß ja, wo die sind. Ich bräuchte vielleicht dann 2 Stück.
Ja, ich bin jetzt dann überlegen, ob ich jetzt doch das mit dem Exodus machen soll. Das Problem ist nur, die droppen nicht immer das, was ich brauche. Das ist ja nämlich das Problem. Ja, kostet eine Hilfe. Ja, ich weiß, deswegen mache ich das ja auch. Der Maler, Gott der Pferde, Lieblingsessen. Karotteneintopf. Karotte, Ziegenbutter, Tabanderweizen. Milch. Pferd stärken. Das sollte ich auch mal vielleicht mal machen. Das ist ja gar nicht mal so falsch. Ach, warte mal. Hat der Typ... Ja, da ist hier noch ein Bild. Na, interessiert mich schon. Gut, welches Bild hättest du gern dafür? Ja, ich weiß. Bla 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 bla. Dass die Leute auffallen. Weißt du, wie ich im Sinne... Ah, Kirschblüten, ja. Guck mal, siehst du die Karte neben dem Bilderrahmen? An den markierten Stellen soll es Kirschblüten geben. Auch auf den Satori-Berg im Nordwesten von hier steht einer. Ein Grat, so mystischer Anblick soll das sein. Ich würde einfach so gerne ein Bild von solchen Häusern mal malen und dann hier. Mir war die Zeit für das Motiv Natur zu studieren. Wenn mir noch jemand ein Bild sein würde, bla bla. Alter, also ich bin wirklich. Oh Mann, was mache ich jetzt? Mache ich das endlich mit denen? Was bin da markiert? Muss ich mal gucken. Mache ich das jetzt eigentlich mit den. Ja, mache ich das jetzt eigentlich doch lieber mit den Feuerechsen? Da, und dann mache ich halt das mit den Kirschblüten? Oder soll ich doch lieber. Ja, vielleicht gar nicht mal so falsch. Ich mache das doch mal schnell mit den Kirschblüten, oder? Ne, ich gehe mal zu Fuß, falls ich einen Krog treffe und so. Ja. Also gut, der Plan sieht so aus. Ich werde jetzt, sag ich mal, das mit der Kirschblüte machen und dann kurz, ja, in den Gerudo-Tal gehen, wo die sind, also die Echsen. So. Und da haben wir wieder den Idioten. Ich könnte es ja machen, wie es Mugi gemacht hat, aber ich weiß, das wird nicht funktionieren. So, nehmen wir das. Schön, dass er auch da so eine Öse hat. Denn wenn es nur reingehen würde.
Okay, keine Öse. Das funktioniert auch nicht. Warum das auch nicht funktioniert? Kein Plan. Und wird das da auch funktioniert oder wird es sagen, fick dich? Warte mal. Natürlich ist das da blöde Teil da drunter nicht da, wo es hingehört. Das wird doch mit 100 Pro wieder umkippen, das sehe ich doch. Warum kannst du nicht eigentlich genau dahin, also da kleben, wo ich es will? Warum geht der Scheiß nicht? Hör auf zu zittern, du Idiot. Ich helfe dir nur. Obwohl das eigentlich Zeitverschwendung ist. Minoru, könntest du bitte nicht hier so rumtänzeln? Ich weiß, du meinst es nicht böse und so. Aber trotzdem ist es jetzt ein bisschen so nervig. Das Teil wird doch umkippen, 100 Pro. Und da darf ich sein Geheul. Das ist unverzeihlich. Meine Fresse nochmal. Wie kann man da so einen dunklen Personenkult haben? Und Minoru, bitte tanz hier nicht so rum, ja? Ich muss es auch hier da auf der Seite noch festmachen. Weil irgendwas sagt mir, wird das Teil dann runterfallen. Also da wird es dann wahrscheinlich seitlich kippen. Das kippt doch um. Ich sehe es doch. Na, versuchen wir mal. Ja, bla bla bla. Hast doch genauso die hässliche Frisur wie der Typ. Na, endlich. Ja. Besser als dein Konstrukt. Übrigens, du bist ziemlich fast, Dude. Ja, bis bald, aber nicht so schnell. So. Dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass er nicht bei der nächsten Ecke um uns begrüßt, also um die nächste Ecke, wie er da ist. Okay, du bist ja dein Freund. Ja, Minoru dreht sich um, aber oh nein, ich schon wieder ein Krog. Ich übersehe ihn einfach. Okay, wo ist dein Kumpel? Oh, okay. Versuchen wir es mal.
Vielleicht ihn einfach ins Wasser schmeißen und den treiben lassen. Oh. Wo ist hin? Wo ist der Lütte hin? Hallo? Ach, da oben. Okay, ich sehe da was. Gut, wir können dich schnellstens zu deinem Freund bringen. Ich werde nämlich ein Boot basteln. Das wird ein Spaß, sag ich dir. Ich dachte, da wäre was, weil er so wieder Geräusche von sich gibt. So. Haben wir auch irgendwie einen Lenker? Das wäre vielleicht ganz gut, weil ich glaube nämlich nicht, dass das ausreichen wird. Naja, da muss ich mal schnell das rausholen und das ist falsch. Okay, ach, 80 Stück, ja, auf dem Boden. Und der Krog guckt schon so misstrauisch, denke, was ist das? Keine Sorge, ist nichts Schlimmes. Das wird Spaß machen. Drehen wir auch mal richtig rum. So. Na, du hast auch nicht einen Freischwimmer. Na, keine Sorge, ich bring dich zu deinem Kumpel. Ach, guck mal an. Da ist auch ein Kumpel von dir. Sieh mal eine an. Das ist eine Birok. Schau mal, da sind wir. Ach nö, verdammt. Oh. Ich habe keinen Bogen. Der ist ja kaputt gegangen. So, halt jetzt die Fresse, Alter. Na, du bist so still. Alles gut? Oh, das habe ich ja beinahe vergessen. So. Hier ist dein Kollege. Was passiert einfach, wenn man den da nicht anspricht? Muss man die Mission dann nochmal machen oder wartet er, bis man da vorbeikommt? Weil man muss ja von ihnen ja diese Dinger kriegen. Ach so, das ist der Brunnen. Da war ich gar nicht drinne, wie ich sehe. Ach, guck mal an. Da ist ja gleich ja, Mine in. Ich dachte Zentralmine, aber ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, da irgendwie das zum mal reinzuspringen. Aber was soll's. So.
dass es eine gute Idee war. Ich meine, ich bin ja vom Boot abgesprungen. Aber hey, das müsste ich da hinkommen. So. So. Oh, das ist gut. Hallo Leute, sorgt mal für Spaß. Was war das? Mein Boot ist untergegangen! Hä? Wie jetzt? Ach, der schießt mit. Wie? Was? Was tötet mich da? Link. Toll, mit Bomben. Glaubt ihr wirklich, ihr habt eine Chance gegen mich? Warte nur, bis ich den High Ground erreicht habe. Ihr lernt fliegen. Wieso können die so gut mit den Bomben werfen? Dann nehme ich doch besser Bögen. Nein, nicht die. Und ich nehme auch. Hallo, das will ich auch nicht benutzen. Und die Bomben auch nicht. Erstmal nicht zu dich und zweitens. Ja, und zweitens. Brauche ich die Bogen für was anderes. Nanu, jetzt sitzt er sich hin. Nein! Alter, ich hasse diesen Scheiß. Hä, was war mit denen los? Okay, da ist der Stein. So, und ist Geschichte. Bis zum nächsten Blutmond. Okay. Oh. Ah, warte mal. Ich weiß, den habe ich nicht fotografiert. Doch, ich habe ihn fotografiert. Habe ich das Teil? Nö. Was mache ich da? Na toll, das sieht so bescheuert aus. Haben wir jetzt auch alles? Okay, dann gucken wir, ob wir den Krog da kriegen. Und solche Sachen. So. Ach nee, das ist auch so ein. Ach, come on. Der wird mich doch wieder angreifen. So. Oh. Holzfäule kann man immer gebrauchen.
Also so steht man nicht da plötzlich ohne Holzpfeile da. Wo mir ist das schon tatsächlich passiert? Gegen ein Leune. Tja, da blieb nichts anderes übrig als abzuhauen. Und mein Boot wurde versenkt. Gucken wir mal, wo der runter geht. Gut. Toll! Könntest du mal gehen? Alter, da tue ich direkt da vor meiner Linse auf. Ja, tschüssi. So, dann wollen wir jetzt mal weiter. Eigentlich wollte ich den ganzen Weg ganz gemütlich mit dem Boot hin, aber das ist ja Schrott. Ach, komisch, Fässer können sie nicht so weit werfen. Aber Bomben. Okay, könnte eigentlich auch daran liegen, dass, ja, Bomben einiges handlicher sind als Fässer. Oh. Hat doch mein Instinkt doch richtig geraten. Hier ist was. Wer den Fall nicht ehrt, ist des Bogens nicht wert. Natürlich sollte man sich wegen einer einzelnen Holzfaser nicht in Gefahr begeben. Ja, da haben wir weiter im Text. Mal sehen, ob wir noch jemanden treffen, den wir platt machen können. Wen musst du treffen? Hallo Freund, wie läuft deine Reise? Unter uns Modefreunden kursiert ein Gerücht über den Räuberkönig Ramba. Es soll legendäre Kleidung in einer Höhle am Tamiun-Fluss im Nordwesten von hier versteckt haben. Das ist was sehr weit weg, aber vielleicht sehe ich mich mal da um. Obwohl ich mir schon Sorgen mache, dass mein feines Zwirn dabei schmutzig wird, dann lauf nicht in deinem feinen Zwirn rum, wenn du das suchst. Legende Kleidung vom Räuberkönig Ramba versteckt. Das macht mich schon neugierig. Okay. Ja, aber zusammen mit meinem Pferd gehe ich die Reise ganz gemütlich an. Okay. Ja, schlechte Nachricht, Jod. Ich hab das schon. Du bist ja übrigens auch total falsch. Oh, ich auch. Nee, ich bin richtig. Ich muss ja hier lang. Ich bin ja über die Brücke gegangen. Hier in der Gegend war auch der Schimmel, den wir für Zelda geholt haben. Naja, was heißt eigentlich für Zelda? Es war Nachfahre von Zeldas Schimmel gewesen. Und das haben wir dann halt für sie dann. Oh. Na toll. Wo ist der Apfel hin? Obwohl, am Ende sieht man ja sie mit dem Schimmel. Obwohl ist die Frage, ob es jetzt ein allgemeines Bild ist, also eine allgemeine Szene ist, oder ob man die nur bekommt, wenn man auch den Schimmel geholt hat, weiß ich jetzt nicht. Ich bin richtig. Oh. Schrein in der Nähe? Gut, dann gehen wir mal dahin. Ich ignoriere diese Bäume. Man kriegt auch einen Schrecken, aber das war's dann auch.
guck mal an, das ist eine Höhle. Oh. Ich habe den Ring einfach übersehen. Ich glaub's nicht. Aber die Musik hat's mir verraten, dass der Schrein da sein muss. Okay. Ist der jetzt in der Höhle? Ich glaub, ja. Gut, dann gehen wir mal in die Höhle rein. Wie war das noch mit den Exhalos-Gedöns? Höhle Satori-Berg. Ah, okay. Wenn ihr euch fragt, warum sich das Teil bewegt, ja. Irgendjemand trägt das gerne als Schmuck. Okay. So steige ich ab. Wie? Na, das ging ganz schön bis ins Auge, was? Noch mal ein bisschen Abstand hat. Oh, da ist ja der Maui. Ja, die Taktik bringt sehr viel. Man muss aber auch die Reihenfolge, finde ich, haben. Also B, A und ZR. Keine Sorge, ich habe den Kristall nicht vergessen. Ich will nur schnell den Maui da einsammeln. Hier gibt es jede Menge Steine. Und leuchtsam. Oh, müsste dann in der Höhle dann auch nicht. Müsste dann nicht in auch der Höhle. Ja, Donnerblumen. Her damit. Können wir immer alles gebrauchen. Die Waffe ist einfach bescheuert. Das ist einfach eine Mistgabel oder eine Heugabel, wo er. Die mit einem Ewok-Herz synchronisiert wurde. Nee, synthetisiert. Synchronisiert ist ja was anderes. Naja, was ist denn zwischen Mistgabe und Heugabe? Das andere verwendet man vorher, das andere vermisst. Tja. Einfach aus hygienischen Gründen. Falls ihr euch fragt, warum ist das jetzt so ein Unterschied? Machen Tiere da einen Unterschied? Ja, Tiere machen einen Unterschied. Habt ihr euch mal gefragt, warum Pferde bei manchen Wiesen nicht fressen, obwohl das Gras schön saftig ist? Das liegt daran, dass sie da auf, da wo das Gras besonders saftig ist, vorhin draufgeschissen haben. Zwar sind die Pferdeäpfel weg, aber es riecht ja immer noch.
Und darum fressen es die Pferde das nicht. Darum muss man auch die Koppel auch regelmäßig auch abäppeln. Also abäppeln heißt immer die Pferdeäpfel entfernen. Ja, warum heißt es abäppeln? Ja, Äpfel, also Pferdeäpfel. So. Alles schon einsammeln. Achso, das ist. Das hat er wohl einer ist es als Schmuck getragen, der Dude. Oh, ich hasse es, wenn Link da in dieser Hocke ist. Da kommt er nämlich nicht weiter. Können wir hier die hochheben oder sind wir. Ja. Ich glaube, hier könnte man auch ganz gut gegen den Hinox kämpfen. So, dann gehen wir mal rum. Da kommen wir raus. So. Und dann müssen wir eigentlich gleich wieder beim Kristall sein. Ist hier noch irgendwas, was ich sammeln kann? Nö. Tja. Also. Die Taktik funktioniert ja ganz wunderbar. Oh, Maxi-Trüffel meint man ja auch nur in Höhen, leider. Ja, nur man muss aber auch genügend dann auch Abstand vom Monster haben. Und das Problem ist ja auch, dass Minoroth dann auch immer vorstürmt, uns zu kämpfen, so wie jeder Weise das tut. Also ist gar nicht so einfach. Muss man noch anmerken. So. Hier ist das Teil. Jo, gern geschehen. Ich hau schon wieder gegen ein Headset-Kabel, es nervt. Gut. Eine Szene, jetzt kannst du mal diesen. Ernsthaft? Müssen wir da markieren? Nein. Übrigens, die Taktik, dass Link von der Rückwärtsseite dann in den Slow-Motion-Modus geht, funktioniert eigentlich auch bei Leune. Wenn der Leune ihn abwirft, dann geht es eigentlich auch. Habe ich schon auch gesehen. Funktioniert aber irgendwie nicht bei mir. Aber jedenfalls komme ich hier in Tears of the Kingdom noch auf den Rücken von den Leuen. Im Breath of the Wild, das war Lottospiel und dann ohne Zusatznummer.
Wie Link immer seine Hand anguckt. Ja, Segenslicht erhalten. Die Waffe. Einfach nur ein Irox-Herz. Einfach auf die Gabel aufgespießt. So. Aber mit dem Headset ist es so nervig, dass man dagegen aber. Vielleicht sollte ich echt wirklich mal gucken, ob ich mir irgendwann ein kabelloses Headset hole. Wo ich gerne überlegen bin, mache ich das überhaupt mit den Exhalos? Oder lieber nicht? So, weil das ist ja auch wirklich immer eine Glückssache. Aber die würde ich einsammeln, weil ich die irgendwann wahrscheinlich brauchen werde. So. So, ist mal. Oh, ist ja noch mehr. Okay, sollen wir jetzt noch mal die hier holen? Link, wenn ich drücke, dann sollst du auch das Ding einsammeln, okay? Das Link immer so macht, wenn er wegrutscht. Kann ein bisschen her, ist sein Ton. Oh, das war bei Seven Faker immer so, naja, nervig, wenn Link immer so auf Glatteis gegangen ist und dann machte. Das ging dann auch auf Dauer auf die Nerven. Aber The Wind Waker ist auch ein cooles Spiel. Wo ich das so gesehen habe am Anfang, war ich davon nicht begeistert, weil zuerst wurde man mit einem realistisch aussehenden Link, so in Twilight Princess so angefüttert. Und dann kommt halt der Cartoon-Look Link um die Ecke. Das kam halt nicht sonderlich gut an, aber man hat festgestellt, oh, das Spiel ist auch ganz cool. So. Okay, weiter nach oben. Moment mal. Setzen wir doch die Maske auf. War doch ganz gut. Oh, Eichhörnchen. Hier sind aber viele Eichhörnchen und. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass da wirklich ein Fels runterkam. Sonst waren sie urplötzlich runtergerollt. Ich hab's geahnt! Oh. Okay.
Sorry, Junobo, aber du musst jetzt leider weg. Link, nicht klettern. Mist. Weil du ja klettern musstest, Link. Das ist leider so nervig mit der Kamera, man sieht gar nichts. Weil die Kamera ihn unsichtbar macht. Und so sieht man den Charakter nicht. Also den Charakter meine ich jetzt in Ivarok, man sieht ihn nicht. Schnell zur Beiseite. Sonst. Toll, meine ganzen Pfeile. Alter! Oh, der muss aufpassen. Der geht auch rückwärts. So, damit er uns besser anvisieren kann. Wie nervig ist das denn? Aber so hat man eine offene Flanke von denen, wenn man da untertaucht. Man muss aber aufpassen, dass da ein Link nicht anfängt zu klettern. So. Ich habe ja auch gedacht, ja, könnte es sein, dass da vielleicht ein Ivarok ist? Nö, kann nicht sein. Und dann war es doch ein fucking Ivarok. Jetzt haben wir wieder unseren Masterlutscher. Zack. Noch hier irgendwas? Ja, Ärger. Alter, der verkloppt ja voll gegen Minero. Willst du mein Masterschwert spüren? Deinen Fuß wollte ich nicht ins Gesicht haben. Okay, die Kopfnuss kann er mir nicht geben, wenn ich direkt vor ihm stehe, also ganz dicht, dass ich ihn in die Eier treten könnte. Oh, Fickerotten, her damit. So. In der Nähe von den Monstern? Naja, ernten die das eigentlich auch? Enzian. Gibt's aber jetzt recht viele Enzian. Guck mal, da ist der Wasserplateau. Okay, Krox in der Nähe.
mal erstmal fürs Omelett holen. Jop. Wo ist wirklich genau? Okay, da ist der Sommerschrein. Ja, direkt unter uns ist halt der Junibau. Ah, Moment mal. Junobo, komm mal her. Du darfst jetzt den Feueranzünder spielen. Bis abends. Es regnet. Ist das euer Scheiß Ernst? Ich wollte jetzt ein schönes Bild machen, so. Und es muss natürlich regnen. Das ist doch der Donnerplatte, das Donnerplateau. Na gut, gucken wir mal, ob wir da auch ein gutes Foto machen können. So, das hätten wir. Also vielleicht aus einem besseren Blickwinkel. Gucken wir mal. Oh, nö. Ich wollte mich jetzt mal dahin teleportieren, zurück zu den Diode, dann das dann abgeben. Ja. Link, könntest du dir mal erstmal reagieren? Könnte auch sein, dass in Japanischen ein bisschen länger was gesagt wird. Ja, okay, hab ich. Ja, hab ich. Cool wäre es gewesen, wenn das Quas vom Blutmond gewesen wäre. Habe ich mal gemacht. Aber hatte keine Lust gehabt, jetzt lange zu warten.
Und außerdem ist auch die Prinzessin jetzt hier mit da drauf. Brauchst du doch ganz gut aus. Ich wusste es doch. Das passt perfekt zu diesem Stall. Warum ist hier eigentlich das vor, aber das andere nicht? Was ich dachte, dass so ein Kirschbein ein wunderschönes Gemälde abgeben würde. Ja. Nö. Eiertorte. Okay, das kann ich noch schnell machen und dann ist das mal der Part beendet. Ich weiß mal nicht, soll ich nachher doch in die Wüste gehen oder lassen? Okay. Ja, Fettkarotten. Etwas, was ich selbst kriegen kann. Jupp. Ja. Okay, gut, dann übernachte ich nochmal. Dank dir, Meister Link, konnte ich dieses wunderschöne Bild aufhängen und schon sieht der Schal gleich viel fröhlicher aus. Stell dir nochmal vor, was dieser elegante alte Baum im Laufe seines Lebens schon alles zu Gesicht bekommen hat. Ja, Mal sehen, was der Dude da erzählt hat oder die Dudin. Es ist gleich wieder der Blutmond, oder? Wildgemüseschmaus, Gemüse, vier Sorten kochen. Spielen Pferde noch irgendwie eine Rolle da? Ich meine, am Ende von Breath of the Wild hat man ja auch Pferd die Dämonenbestie Ganon bekämpft. Ah, diesmal kein Blut, nur gut. Ja, gut. So, jetzt werde ich ein paar. Oh, ach, guck mal an, jetzt kommt sie erst reingerannt. Das kriegst du schon die ganze Zeit, Mädel. Okay, wie sieht das im nächsten Part, Leute? Da weiß ich auch nicht, ob ich jetzt wirklich Richtung Oni gehe oder ob ich das mit diesen Exalos noch mache. Also, um da halt meine Rüstung zu verbessern. Wir werden sehen. Also, see you later.